Marvin, 1-1 gegen das Tabellenschlusslicht auf Jena. Wie fällt dein Fazit zu der Partie aus? Was soll ich sagen? Wir haben darüber gesprochen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollen nach letzter Woche. Das ist uns heute mal wieder nicht gelungen. Ja, die Enttäuschung ist groß. Ich kann jeden Einzelnen verstehen. Ich kann auch die Fans verstehen. Es ist ja, es ist immer schwer, die Worte dafür zu finden, weil wir kommen zu einer Chance. Ich hatte eine. Ich glaube, wir haben eigentlich soweit, gerade in der ersten Halbzeit, zu viel das Tempo rausgenommen, wenn wir die Möglichkeiten hatten, gerade im Umschaltspiel. Zu einfache Ballverluste, gerade im Passspiel. Ja, es sieht sich momentan wie ein roter Faden jetzt gerade, weil man weiß und man sieht es auch im Training, dass jeder die Qualität hat und auch das Potenzial hat und irgendwie können wir es nicht auf den Platz bringen. Woran es liegt, müssen wir intern besprechen. Es ist eine blöde Ausgangssituation gerade. Ja, gerade nach dem 1-1 sah es ja auch lange danach aus, dass ihr den Druck auch aufrechterhalten könntet. Da waren die Chancen ja eigentlich da, auch zum Sieg. Wie ernüchternd ist das dann, dass man jetzt nur mit einem Punkt nach Hause geht? Gar nicht, weil wir können überhaupt nicht mit dem Punkt zufrieden sein. Wir spielen hier zu Hause gegen den Tabellenschlusslicht, machen in weite Strecken gar nicht das Spiel. Machen nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, es ist mühselig, jetzt noch weiter darüber zu sprechen. Wir müssen weitermachen, wir müssen weiter kämpfen und weiter. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und da zählt nur eins, und zwar nach vorne. Und wir müssen Eier zeigen. Wir müssen ganz klar jetzt zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir Kerle sind. Ob jetzt individuell oder als Mannschaft, wir müssen vieles zusammenfügen. Und das weiß ich, dass wir das werden. Kammer, 1-1 gegen Jena. Was geht dir gerade durch den Kopf? Ja, also zuallererst sind wir natürlich enttäuscht nach dem Ergebnis. Ich glaube, wir können trotzdem auf der zweiten Halbzeit aufbauen. Wir haben gekämpft, wir haben geackert, wir haben schnell das 1-1 erzielt. Dann hat man in den entscheidenden Situationen auch nicht das nötige Glück, dass wir uns vielleicht alle wünschen würden, Zuschauer, wir als Mannschaft. Trotz alledem glaube ich, dass wir auf dem Spiel aufbauen müssen, dass wir auf der zweiten Halbzeit aufbauen müssen, den Kampf, die Leidenschaft ins nächste Spiel mitnehmen. Und dann haben wir vielleicht auch in den richtigen Momenten wieder das nötige Quäntchen Glück und drehen das Spiel dann auch zu unseren Gunsten. Was hat da gefehlt einfach, damit man die zwei Punkte mehr mitnimmt? Ja, wie gesagt, ein bisschen das Selbstverständnis. Dass wir es können, das wissen wir, dass wir Fußball spielen können. Wenn wir das noch ein bisschen ruhiger hinkriegen, ein bisschen klarer spielen, in den entscheidenden Momenten da sind, dann bin ich mir sicher, dass wir solche Spiele auch gewinnen werden.